Ja, moin Leute! Wind- und Solarenergie sind je nach Wetter nicht gleichmäßig verfügbar. Wir müssen den Strom also speichern, damit er auch dann da ist, wenn wir ihn brauchen. Wir könnten doch Wasserstoff erzeugen. Ja, das sagen im Moment alle. Stromspeicher aus gebrauchten E-Auto-Akkus sind aber viel billiger. Die Internationale Energieagentur sagt, wir brauchen bis 2040 dazu 10 Millionen Megawattstunden Speicherkapazität. Der Nachschub an Second-Life-Batterien nimmt bis dahin so stark zu, dass wir die benötigten Speicher allein aus gebrauchten E-Auto-Akkus bauen könnten. Allein VW möchte ab 2025 jedes Jahr mindestens 1 Million E-Autos verkaufen. 2040 werden also jede Menge wertvolle, aber fast kostenlose gebrauchte Alt-Akkus verfügbar sein. Und die sind noch gut für weitere 10 Jahre in einem Stromspeicher. 12 alte Audi e-tron-Akkus ergeben einen Container mit 1 Megawattstunde. So ein Container sieht aus wie ein Schubladenschrank oder ein Regal. Jeder Akku hat hier seinen festen Platz, wird per Gabelstapler in den Container geschoben und lässt sich bei Bedarf schnell austauschen, wenn seine Leistung endgültig erschöpft ist. Für Stadtwerke, Industriebetriebe oder Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen, da wäre es in Zukunft extrem wirtschaftlich, Speicher mit gebrauchten Batteriemodulen aus E-Autos zu nutzen. Denn die Zweitnutzung von Elektroautobatterien senkt die Investitionen für Akkus solcher Anlagen erheblich. Ich bin gespannt, wie sich diese Idee entwickelt und ob auch hier der Akku mal wieder den Wasserstoff abhängt. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war Move Electric in einer Minute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!